Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag. Ja, Leute, begrüße euch zur nächsten Programmvorschau. Was haben wir denn wieder? 21.05.2022. Nun gut, nun gut. Habe mich für dieses Bildchen entschieden. Ging es ja auch schon die letzten Tage drum, ja, zu diesem ganzen nächsten Wahnsinn, zu dieser nächsten, ja, wie soll ich da sagen, ja, nächsten perfekt satanischen Welle. Aber nicht nur darum geht's im nächsten Hauptfilmchen, sondern auch um vieles mehr, was ihr dann wieder bestaunen könnt oder anschauen könnt oder anhören könnt bei VK, BitChute, Odyssey und Rumble, und die sich den Trailer bei Wignus TV aufrufen, wie gehabt, entsprechend den Link kopieren, zur gewünschten Lieblingsplattform gelangen und dann, ja, vielleicht bis gleich. Und wahrscheinlich habe ich morgen, ich weiß jetzt gar nicht, ob Jakob jetzt morgen nochmal hier am Start ist. Dann hätte ich jetzt morgen ein ganz brutales Programm, glaube ich, wieder. Weil auch der Gematria Stefan sich da nochmal angemeldet hatte. Dann hatte ich jetzt auch jetzt heute Abend nochmal nachgefragt, ob man es jetzt hier einschieben kann. Der hat sich nicht gemeldet. Wird wahrscheinlich jetzt nicht funktionieren. Ja, dann müssen wir das mit dem Gematria Stefan ein bisschen verschieben. Ist aber auch nicht schlimm. Aber wichtig wäre dann morgen die Predigt vom Jakob und dann wieder der normale Wahnsinn, der über uns reinbricht. Ja, und jetzt haben wir 20:38 Uhr. Vielleicht fällt mir nachher auch noch irgendwas ein. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Langweilig wird es mir ja zum Glück nie. Und das jetzt auch nochmal. Ich habe ja meine musische Stunde, sprich Musik, irgendwie umgewandelt in die Videoproduktion und hat mich unlängst auch die Marianne, also nochmal meine Untervermieterin, respektive die Tochter vom Omikrönchen, dann angesprochen, was würde ich denn machen, wenn jetzt hier kein Internet mehr ginge? Ich glaube, dann, ja, nee, nee, ich glaube, ich habe ihr dann zur Antwort gegeben, ja, dann würde ich meine Gitarre wieder hochholen. Aber da seht ihr ja auch, ja, wie man dann doch ein bisschen switchen kann. Aber im Moment ist mir nach Musik jetzt nicht der Fall, sondern einfach hier up to date zu sein und einfach hier was zu produzieren. Und dann, ja, vielleicht bis gleich. Tschüss!